Distanzschütze, der sich versteckt, wenn Feinde sich nähern. Den habe ich auch gern in Nachtlevels immer mal dabei. Oh, jetzt kommen die Gräber schon auf die ersten 5 Reihen. Langsam wird es ungemütlich mit denen. Natürlich genau in der mittleren Reihe kommt der erste Zombie. Da, wo mich das blöde Grab abblockt. Aber das sollte erstmal egal sein. Erstmal die Pustepilze, so wie es irgendwie geht. Der Rest gibt sich dann von selbst. Wir haben in diesem Level eh wieder 2 Wellen. Die Zombies ärgern mich schon ein bisschen, ne? Gut, machen wir erstmal das Grab da weg. Oh, ein Diamant. Diamanten sind 1000 Euro wert. Pflanzen wir gleich mal so einen hier hin, damit ihr die auch mal seht. Der ist eigentlich wie eine billige Erbsenkanone. Der schießt auf alles, was in seiner Reihe ist. Das Problem ist nur, wenn irgendein Zombie in seiner Nähe ist, versteckt er sich und ja, er kann nicht mehr schießen. Was ich gesehen sind diese Pilze aber sehr, sehr praktisch, weil sie eigentlich für das Gleiche machen wie Erbsenkanonen, nur wesentlich billiger sind. Da muss ja auch noch ein Grab weg. Aber wenigstens haben wir mal einen Diamanten bekommen. Das sind übrigens die einzigen Arten von Münzen bzw. Geldwährungen, die es hier gibt. Silbermünzen für 10 Euro, Gold für 50 und Diamanten für 1000. Well, that escalated quickly, ich weiß. Bei 50 Euro Münzen bin ich eigentlich schon immer ganz happy. So langsam haben wir fast nur noch Pilze in unserem Repertoire, ne? Pilze sind praktisch. Sind eigentlich wesentlich besser als die normalen Pflanzen. Aber ich kann euch versichern, wir werden die normalen Pflanzen immer noch zur Genüge brauchen. Pilze haben nämlich einen, ja, kleinen Nachteil. Aber zu dem komme ich, wenn wir in Level 3 sind. Diejenigen unter euch, die das Spiel kennen, wissen es sowieso schon, aber ich spoiler hier mal noch nichts. Die Fliegengitter-Zombies kann man theoretisch auch ohne die Stinkpilze kaputt machen. Das Fliegengitter geht nämlich auch nach einigen Schüssen kaputt.
Hält halt ähnlich viel aus wie ein Eimer-Zombie dann. Alle Gräber wegmachen. Damit in der letzten Welle nicht so viele Zombies kommen. Schön gegen die Verteidigung. Eigentlich mag ich Tower Defense Spiele ja sehr gerne, weil ich mich auch gerne mal einfach so verbunkere. Verbunkern und dann sehen, ob die Gegner die Verteidigung brechen können. Das mag ich gerne. Keine Verteidigung ist unumgehbar. Und für sowas liebe ich die Kirschbomben. Bis ich dich tot hab, dauert's mir zu lang. Schalte ich mich lieber so aus. Und da gibt's jetzt... der Eispilz. Ein sehr, 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 sehr brauchbarer Pilz. Lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Und den werden wir jetzt auch brauchen, weil da kommt auch schon die nächste Zombie-Sorte. Der Tanzzombie. Ein sehr, sehr fieser Geselle, weil der immer seine Gruppentanzzombies herbeiruft. Ja, Moment, den Stinkpilz brauchen wir hier jetzt gar nicht. Wir haben ja keine Fliegengitter-Zombies dabei. Nehme ich stattdessen lieber die Kirschbombe noch mit. Oh, die Gräber sind heute wieder günstig platziert. So günstig für mich. Haben sich diesmal mit den ersten vier Reihen begnügt. Und auch eigentlich relativ spärlich. Noch der Zombie. Die Anfänge sind eigentlich immer relativ ähnlich. Kommen immer erstmal ein paar gewöhnliche Wald- und Wiesen-Zombies. Angsthasenpilz. Von denen werde ich diesmal zwei reinbauen.
dieses Mal keine Stinkpilze brauche. Oh Gott, nicht die schon. Ich brauche eine Sonne. So mag ich diese Zombies am liebsten. Auf meiner Seite. Dann kommen nämlich auch die Gruppentänzer auf für mich. Kriegt man eigentlich 5 Zombies für den Preis zum einen und eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Alternative ist natürlich einfach einen Eispilz irgendwo zu pflanzen und sie dann alle, ja, kaputt schießen zu lassen. Die Tanzzombies sind aber an sich extrem gefährlich. Sie tauchen aber auch dafür nur in den Nachtleveln auf. Irgendwo sonst. So, und ich glaube, jetzt zeige ich euch mal, was ein Eispilz kann. Da kriege ich noch 3 Sonnen, bevor das alles vorbei ist. Mein Lieblingspilz. Der Doomshroom oder der Unheilspilz. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. So. Ich glaube, ich brauche hier keine Hypnopilze. Fliegengitter wären nicht verkehrt. Unheilspilz will ich euch auf jeden Fall zeigen, weil der ist sehr, sehr lustig. Welches Level ist das jetzt eigentlich schon das 9. oder? Ja. Dann haben wir nächstes Level noch ein Speziallevel und dann geht's schon wieder ins 3. Level. Weil die Level sind hier immer so nummeriert. Das ist Level 2-9. Was bedeutet, es ist das 2. Level. 2. Level ist Nacht. Und davon das 9. Level, also 9. Unterlevel quasi. Als nächstes kommt Level 2-10. Und das ist wieder ein Speziallevel mit einem Grußangriff. Die 5er-Level sind immer die Minispiel-Level. Eins bis 4 und 6 bis 9 sind die ganz normalen Level, wie wir sie hier auch haben. Wir stehen da definitiv zu viele Gräber in den Reihen da vorne. Schön mit den Angsthasenpilzen um sich werfen. Dafür, dass die so wenig kosten, sammeln die nämlich einen extrem großen Nutzen. Und wieder 50 Euro. 7500 haben wir, glaube ich, oder? Oder waren es 5000 Euro? Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel wir für den 8. Samenplatz gebraucht haben. Haben wir auf jeden Fall irgendwann demnächst mal zusammen.
wunderst, wenn es so schön weitergeht. Und wenn wir noch irgendwann einmal noch einen Diamanten finden. Welle alles kommt. Oder soll ich euch mal den zeige ich euch jetzt einmal. Der hat nämlich, der funktioniert wie eine Kirschbombe, nur mit einem wesentlich größeren Wirkungsbereich. Ihr habt nämlich schon gesehen, der hat nämlich hier alle rein weggesprengt. Die Kirschbombe geht bestenfalls in alle benachbarten Felder. Einziger Nachteil daran ist, er hinterlässt diesen Krater und in diesem Krater kann man eine ganze Zeit lang keine Pflanzen reinpflanzen. Aber es muss ja einen kleinen Haken haben dafür, dass das Ganze weghaut. Tanzzombie ist weg, Gefahr ist auch weg damit. Der Krater ist jetzt schon wieder halb zu, das heißt die Hälfte der Zeit, in der ich da nichts pflanzen kann, ist weg. Schaffen es nämlich die Grabfresser umzuhauen, bevor er das Grab endgültig fressen kann. Eine kleine Nachricht. Und wir haben über 4000 Euro.